herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Ich habe lange überlegt, Yvonne, wie nennst du den Titel des Videos, als ich mir die Story grob durchgeschaut habe von Peter Klein auf Instagram. Und mir blieb nur eine Lösung, und das war: Iris und Peter Klein halten uns für blöd. Ja, sie denken, wir sind dumm, blöd, sind vor die Wand gelaufen, etc. Ich finde es langsam richtig nervig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich werde auch, das ist auch das einzige Video, was ich noch über die beiden mache, weil das ist wirklich reine Verarsche. Das ist ein Theaterschauspieler. Es geht mir auf die Nerven. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich werde dieses eine Video machen. Das habe ich die ganze Nacht drüber nachgedacht. Okay, komm, machst du dieses eine Video noch. Und wenn nur noch das endgültige Ergebnis der beiden. Weil ich bekomme halt schon viele Nachrichten. Yvonne, reagierst du drauf? Was sagst du dazu? Klar, ich bin Meinungsbloggerin und möchte meine Meinung das hören, deswegen. Aber ich werde hier nicht jeden Tag irgendwelche Kack-News berichten, ja? Das können andere machen, ne? Aber ansonsten, weil man verblödet. Man verblödet. Und ich finde es einfach frech, wie sie uns da, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe ja ein Video gemacht und habe mich pro Iris eingesetzt, also wirklich pro Iris. Ihr wisst es, ja. Und die Verena Dietrich, die Journalistin auch, und als Dank blockiert die uns, die Iris Klein auch noch. Das habe ich dann, also erst hat mir Verenas gesagt, die hat mich blockiert. Ich so, dich? Dich, die einzige journalistische Fürsprecherin noch. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, komm, Yvonne, guckst du auch mal? Hat die mich auch blockiert. Ich sag mir, der brennt doch so dermaßen, der Helm. Ja, ich find's einfach schade. Ja, und da kann ich mittlerweile die 50%, weil das war ja bisher immer so 50-50. 50 waren pro Iris, 50 waren gegen Iris oder circa, ja. Circa, roundabout. Und langsam kann ich die Gegensprecher komplett verstehen. Die ist komplett, wirklich, also in meinen Augen lost, weil wenn du schon deine Fürsprecher oder die, die es gut mit dir meinen oder versuchen fair zu bleiben, blockierst oder wie Verena Dietrich ja behandelt. Nee, sorry, also dann ist es halt, ist man halt irgendwann auch selber schuld, wenn du gar keine Fürsprecher mehr hast. Ja, also es ist einfach so, ne? Man muss schon wissen, wer ist der Feind und wer ist der Freund. Und wenn man das noch nicht mal mehr weiß oder den Freund wie einen Feind behandelt, weil man, keine Ahnung, keine bessere Sozialkompetenz hat, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ja, Hilfe zu holen, Hilfe anzunehmen. Also wie ihr merkt, mir brennt der Helm auf, ja. Wie ihr merkt, ich bin wirklich sauer. Ich bin immer wütend. Und deswegen habe ich den Titel auch so genannt. Peter Klein beleidigt uns und die Presse. Ja, das tut er. Und nicht nur er, sondern auch sie. So, aber wir gucken uns jetzt diese Instagram-Story an und dann werde ich dazu auch noch was sagen. Hallo, ihr Lieben. Ja, hallo. Im Moment passiert ja sehr viel hier bei so um mich herum, und es werden auch sehr, sehr viele Zeitungsberichte gezeigt und keine Ahnung, Dinge, die ich vielleicht gemacht haben soll oder die meine Frau gemacht haben soll oder sogar Yvonne gemacht haben soll. Ich möchte euch mal ein kleines Beispiel geben, was so Presse eigentlich ist. In jedem Artikel sehe ich mein Alter und ich bin immer wieder erstaunt, weil ich gar nicht wusste, dass ich so alt bin. Also ich bin 55 Jahre alt, ja, geboren am 15.04.1967. Kann ich euch gerne zeigen, ich habe den Ausweis als Beweis. Also das glaube ich ihm auch, dass er mit dem Alter dass er 55 ist und mit dem Alter. Da muss ich sagen, ich versuche ja fair zu bleiben, das habe ich auch in Erfahrung. Also man findet im Netz von Presseartikel mein Alter, was noch nicht mal irgendwie annähernd dem entspricht, wie alt ich bin, so, ne? Weil ich nie drüber spreche und deswegen denkt man sich so das Alter. Keine Ahnung. Manche Journalisten sind schlau, sie sagen einfach gar kein Alter, wenn sie über mich sprechen, und manche einfach erfinden irgendwie eins oder keine Ahnung. Also da muss ich auch sagen, vorher nehmen die manchmal so ihr, ja, Peter Klein, ich kann verstehen, was er hier meint, aber weiter geht's. Und jetzt muss ich mir ständig anschauen, dass ich eigentlich ja schon 63 bin. Ich frage mich, wo ich die letzten 8 Jahre war. Ich weiß es nicht. Fand ich unterhaltsam, fand ich witzig, weil, wie gesagt, ist ja auch Quinch, ne? Wenn ein Journalist, Journalistin nicht weiß, wie alt man ist, dann schreibt er einfach gar kein Alter hin. So, das muss ich sagen, da müssen wir fair bleiben. Aber dann habe ich die Story von Tobi vom Blitzlichtgewitter gesehen. Der hat nämlich auf die Story gestern Nacht reagiert. Könnt ihr ihm auch mal gerne folgen auf seinem Privatkanal. Oder auf Blitzlichtgewitter, da hat er das gesagt. Ich glaube, Blitzlichtgewitter auf Insta. Und da hat er gesagt, also mit der Story,
Wenn das dein einziges Problem ist, jetzt gerade, was über dich geschrieben wird, so nach dem Motto, ey, dein Alter ist jetzt gerade dein Problem, was über dich geschrieben wird, ja, da hat er halt auch wieder recht, ne? Aber Peter Klein will hier als Beispiel nennen, ich habe das dann auch schon verstanden, oder wir verstehen das, Peter Klein, wir sind nicht alle dumm, ja, Familie Klein, dass du uns sagen möchtest, dass, wenn die Presse was schreibt, dass nicht alles immer richtig sein muss. So, ich habe das schon verstanden und wir auch, ja? Okay, weiter geht's. Vielleicht können wir es die Bild-Zeitung sagen, vielleicht können wir es die anderen Zeitungen sagen oder die anderen Portale, die das immer wieder veröffentlichen. So viel zum Thema Recherche. Und genau diese Recherche, die letztendlich dazu führt, dass ich 8 Jahre älter bin wie normal, ist genau das Gleiche, was ihr jeden Tag lest. Viel, viel Müll. Mhm. Weit ab von dem, was wirklich passiert ist, weit ab von dem, was Realität ist. Weil was passiert ist, das wissen eigentlich nur ganz, ganz wenige Personen. Aber bestimmt keine Zeitung. Gut. Okay, aber das stimmt. Also wenn man das so als YouTuber vergleicht, das ist genauso wie wenn ich irgendwelche Foren nicht durchlese, aber wenn man mir aus Foren was schickt oder Kommentare oder Meinungen über mich als YouTuber, die Personen irgendwie sagen, denken, sie kennen mich oder wissen, was mache ich da oder dies oder wer bin ich, muss ich halt auch lachen, ja. Da Menschen nehmen sich raus zu wissen, so wie ich aber als YouTuber über andere das genauso mache, was wirklich die Geschichte ist, wer man ist, was die Wahrheit ist und was nicht. I totally agree, ja. Ich bin hier mit ihm. Aber ja, ich verstehe auch, dass man nicht zu allem Stellung beziehen sollte. Das verstehe ich. Aber wenn man doch selber im Dschungel ist, so diese ganze Scheiße damit macht und als Mitfahrer dabei ist, also als Begleitung und so weiter und in die Kamera heule, da war nichts. Also gebe ich schon mal ein Statement ab. Ja, Entschuldigung, dann gibst du es ja mit im Rollen. Mit ins Rollen. Also du hättest auch damals bei dem Interview im Dschungel einfach sagen können, dazu will ich nichts sagen. Es ist einfach Humbug, ich möchte dazu nichts sagen. So entweder ganz oder gar nicht. Weil jetzt ist der Stein ins Rollen gebracht, so. Und jetzt gar nichts mehr sagen, soll nur Bilder liefern irgendwie und so Bruchteile. Ja, das ist ja klar, dass Menschen anfangen zu spekulieren, dass Menschen anfangen darüber nachzudenken, was ist richtig und was ist falsch. So ja, also entweder ihr wollt das, dass das so ist, oder ihr verkauft uns ja vollkommen für blöde irgendwie. Keine Ahnung, also ich krieg richtig Wut mittlerweile. Und bestimmt keine Online-Portale, in denen ihr so fleißig kommentiert mit euren Hasskommentaren und euren ganz tollen Meinungen, die ihr über die Menschen habt. Ihr sagt immer, ich soll mich schämen. Ich? Vielleicht solltet ihr euch mal schämen. Kann ich verstehen, weil ich selber eine öffentliche Person bin und weiß auch, was über mich geschrieben wird, krieg das so immer am Rande mit, wenn mir das geschickt wird. I get it. Ich verstehe das, weil das sind teilweise so cringige Menschen darunter, die wirklich denken, die kennen einen und die richtig so, ja, und jetzt will ich ihr. Und da denkt man sich auch so, boah, so dermaßen Hilfe, du weißt noch gar nicht. Kann ich verstehen, ne? Aber er kann doch hier sagen, wie es ist. Die können doch beide sagen, wie es ist. Die könnten es ganz schnell beenden, die ganze Jagd hier auf die. Ja? Setzen sich vor die Kamera und sagen, ja, wir reden jetzt miteinander. So ist die Wahrheit. Ja, ich hab die geknackselt. Nee, ich hab die nicht geknackselt. Oder ich hab die geknackselt, aber wir kriegen unsere Ehe wieder im Griff, weil das ist unsere Sache. Die Iris will mir verzeihen, weil wir seit 1200 Jahren zusammen sind. Ja, dann können wir sagen, ja, ist in Ordnung, jede Ehe. Keine Ahnung. Wisst ihr, man kann es eigentlich ganz einfach beenden, wenn man es denn will. Okay. Solltet ihr euch vielleicht mal Gedanken machen darüber, was euch dazu bewegt, überhaupt sich ein Urteil über Menschen zu bilden, die ihr gar nicht kennt. Ja? Das ist vielleicht etwas, wo man sich Gedanken drüber machen sollte. Ja, kann ich verstehen. Wie gesagt, kann ich verstehen. Man denkt immer, man kennt die Person, aber man kennt sie eigentlich nicht. Aber wir beurteilen, das sage ich ja auch mal, ja, wenn ich so Kommentare bekomme, ja, Yvonne, wieso verurteilst du die Person denn? Nee, ich sage ja immer ganz klar, ich beurteile das, was ich sehe und was man mitbekommt. Wie es wirklich ist, das weiß nur der liebe Gott. Ja, das ist ja genauso wie auf Reactions. Ich kann nur auf das reagieren, was ich in einem Trash-TV-Format sehe. Wie die Person dahinter wirklich ist, weiß ich nicht. Aber wir reagieren auf das, was wir sehen. Und damit muss man dann klarkommen, wenn ich in ein Trash-TV-Format gehe, dass jemand das beurteilt oder das Verhalten verurteilt, was man in dieser Show zeigt. Ja, so. Und genauso ist es auch bei mir als YouTuber. Was ich öffentlich mache, wenn das beurteilt oder verurteilt wird, dann ist das so, weil es auch öffentlich getan wird. Was ich auch nicht leiden kann, ist Privatleben, private Details, die man nicht in die Öffentlichkeit trägt, dass die breit getrampelt werden und darüber sich ein Urteil erlaubt wird. Weil wenn man das selbst nicht getan hat, dann geht es auch keinem anderen was an.
dann darf er sich das Recht auch nicht darüber, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, weiter. Sie sich eine Meinung zu bilden über Menschen, die man nicht kennt, das ist ganz einfach. Man kann das ja auch gerne machen, aber man soll es wirklich immer für sich selbst behalten und soll es nicht in die Öffentlichkeit hinaus posaunen, in der Hoffnung, dass man Aufmerksamkeit generiert, weil das machen sehr viele und viele springen aktuell auf diesen Zug auf, warum auch immer, keine Ahnung. Ja, das weiß ich, es gibt da so vereinzelte YouTuber, die machen jeden Tag ein Video drüber, so ein Update-News, wo ich auch denke, ja Bruder, okay, und die ziehen sich daran so hoch, die haben Gewitter, die Leute wollen ja Gossip und das bringt Klicks und so, ja. Ne? Ich verstehe mit dem Zug aufspringen. Ich habe aber auch viele Videos über Alex gemacht. So, wenn die Leute das sehen wollen, dann ist das, muss ich dazu sagen, unser Job, das auch zu liefern. Angebot und Nachfrage, ja. Also nicht unser Job ist es dann, sondern wenn das dann ein YouTuber macht, ist das völlig in Ordnung, weil das dann deren Job ist. So, ne? Macht's einfach. Aber verschont mich bitte mit euren dummen Argumenten und euren dummen Beleidigungen auf meinem Profil. Ja. Habe ich keine Lust dazu. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Gedanken sind frei oder sollten zumindest mal frei sein. Das will ich euch nicht verwehren. Aber bitte verschont mich mit eurer Wahrheit. Weil die brauche ich mit Sicherheit nicht. Gut, kann ich verstehen. Er will das aus seinem Profil einfach nicht haben. Okay. Bestes Beispiel heute. Ich bekomme eine Nachricht von einer, die diskutiert allen Ernstes mit mir über mein Alter. Sie will mir sagen, wie alt ich bin. Und das ist genau das, was aktuell im Internet passiert. Ja, ihr Lieben, so ist das. Das ist genau, was im Internet passiert, wollte er sagen. Ja, genau, das stimmt halt schon. Ne? Also ich muss auch manchmal, ich mache es gar nicht mehr eigentlich. Die Anni, meine Freundin von Influencer Lieben mich Seite, die macht das, wo ich immer sage, warum diskutierst du mit den Menschen? Das musst du nicht, ja, wenn das so banale Dinge sind. What the fuck? Und das stimmt, das kann ich als öffentliche Person bestätigen. Man bekommt teilweise DMs, wo du dir wirklich an den Kopf packst. Ja, wirklich. Und man denkt, nein, also ich diskutiere gar nicht mehr dann mit den Menschen. Ja, aber das ist halt wirklich so. Also das glaube ich ihm tatsächlich, muss ich dazu sagen. Viele von euch schreien nach einer Stellungnahme von mir. Ja. Zu der Situation. Ja, aktuell. Zu Recht. Nee. Warum sollte ich die geben? Warum? Warum solltest du die geben? Ja, ich verstehe, du musst gar nichts, aber ihr habt die ganze Scheiße angefangen. Deine Frau hat dir angefangen, okay, könnte man sich drüber streiten, aber du hast dann ein Interview gegeben, du hättest sagen können, nein, ich möchte dazu nichts sagen, in der Stunde danach bei Dschungel. Du hättest das sagen können, nein, ich möchte dazu nichts sagen. Genauso wie die komische Holdemaid Yvonne Wölke, ja. So, die braucht theoretisch auch nichts dazu sagen, aber man gibt uns ja immer irgendwelchen Schnipsel, irgendwelche, ja, ich bestätige der Bild-Zeitung, ich bin zu Hause ausgezogen, Hashtag Yvonne Wölke. Ja, dann sagt entweder alle nix, anstatt jeder ein bisschen. Und jetzt sagst du hier in die Kamera ein Statement, aber nicht zu den Vorwürfen. Sondern drehst das Ganze rum und gaslightet uns, teilweise zu Recht, ne, weil ich weiß, wie Öffentlichkeit ist, aber wir sind ja die Dummen. Und wir sind die Gemeinen und Bösen. Kannst du dir nicht ausdenken, oder? Kannst du dir nicht ausdenken? Bin ich euch Rechenschaft schuldig für das, was ich tue? Ich glaub's nicht. Nein, das nicht. Wenn du bummst, geht uns alle theoretisch gar nichts an. Aber wenn ihr eure Ehe in die Öffentlichkeit tragt, und das hat Iris damit getan, so. Ja, aber das Thema hatten wir gerade. Ich noch irgendeine andere Person sind euch Rechenschaft schuldig. That's true. Ihr lest das, was ihr in der Presse lesen wollt, macht euch euer eigenes Bild und habt im Prinzip ja sowieso eure vorgefasste Meinung. Warum sollte ich diese Meinung von euch widerlegen? Ja, das habe ich auch festgestellt, das kann ich auch wieder hier als Vergleich sagen. Wenn ich dann Argumente liefere, was zum Beispiel meine Person betrifft und auch Beweise liefere und so, die Meinung, also die Menschen, die dich nicht mögen, werden dich auch dann nicht mögen. Also das verstehe ich hier auch, was er meint. Aber es gibt nicht nur die, die dich nicht mögen, eine festgefertigte Meinung haben. Lieber Peter, es gibt halt auch Menschen wie jetzt ich und viele andere auch, die neutral sind und nicht auf Wut oder Hass oder auf irgendwas aus sind, sondern die einfach wissen wollen, was so, die gerne auch ihre Meinung ändern, ja, die also neutral sind, weder pro noch contra. Die, ja, es gibt also nicht nur schwarz und weiß. Und deswegen gebe ich auch gerne mal Statements oder rechtfertige mich, um einfach auch die neutralen Menschen, ja, die wirklich wissen wollen, was los ist und sich dann erst eine Meinung bilden, weil die gibt es auch, damit zu erreichen, ja. Ihr glaubt es doch sowieso nicht. Ihr glaubt das, was in der Presse steht, das sieht man ja immer wieder, man sieht es ja am Alter. Selbst da muss ich Grundsatzdiskussionen führen und von daher, lasst einfach gut sein. Ich melde mich einfach wieder. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Ich weiß es nicht genau. Und achso, ich habe ganz vergessen. Habe ich ein bisschen in Rage geredet. Aber ist das egal. Es muss auch mal raus. Es gibt natürlich auch die netten Menschen, die mir
ja, Mut zu sprechen und die mir nette Worte schicken. Ja, die gibt's immer. Den sage ich jetzt hiermit mal ein herzliches Dankeschön dafür. Ich finde es richtig toll von euch, dass ihr auch in dieser Situation zu mir steht. Natürlich kann jeder denken, was er will, aber es ist natürlich schön zu sehen, dass es auch Menschen gibt, die einfach nicht boshaft sind, die einfach verständnisvoll sind für die Situation, die aktuell besteht und vielleicht sogar ihre Hilfe anbieten. Die gibt's auch dafür. Ein herzliches Dankeschön von meiner Seite, von hier aus. Ich wünsche allen, egal wer es ist, noch einen schönen Tag. Genießt den Abend und ja, wie gesagt, ich melde mich einfach wieder, wenn mir die Laune danach ist. Wenn mir die Laune danach ist, melde ich mich und ansonsten gebe ich... So, ja, okay, gut. Also wie gesagt, ich hab gesehen, ich habe versucht fair zu bleiben und das war ich auch und habe meine Meinung dazu gesagt, weil ich als öffentliche Person das auch so teilweise ja auch nachempfinden kann, wie einer, der jetzt nicht in der Öffentlichkeit steht. Aber es ist nun mal einfach so, bitte, dann klärt es doch alle mal auf. Wenn nicht, dann hört doch alle auf, dann wird es auch ganz schnell ruhig. Aber deine Yvonne Wolke macht Öffentlichkeitsdinge, macht Interviews in die Öffentlichkeit. Die Iris macht da immer da komisch darum. Ey, was ist das für ein ganzer Clan da? Wirklich, bitte. Die Einzige, die für mich so halbwegs, die gesagt hat, okay, mir reicht, ich halte mich da raus, ist Daniela Katzenberger. Die hat ein ganz nice Statement gemacht. Könnt ihr euch bei Instacringe, glaube ich, angucken auf Instagram. Die hat ein ganz nice Statement gemacht. Die hat gesagt, ja, was, ich kann denn ihre Ehren, ich habe keine Ahnung, jetzt ist denn ihr eigenes Problem und ich halte mich da raus, weil so und fertig. Ja. Hat niemand verurteilt oder beurteilt und die sagen, ja, das würde ich auch machen. Ne? So, deswegen, Freunde, ey, oh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Fühlt ihr das ähnlich wie ich? Wie gesagt, liebe Peter Klein, Iris Klein, es gibt nicht nur die Hater und die Fürsprecher, es gibt auch die Neutralen, die nicht bösartig sind, die einfach nur... Ja, wie ist es denn jetzt? Wenn man neugierig, und wir sind alle neugierig, ja, ich auch, ja, so. Wenn man schon diese Schnipsel in die Öffentlichkeit trägt, so. Und das muss ich mir aber als öffentliche Person auch immer so ein bisschen bewusst machen. Yvonne, es gibt nicht nur die und die, deswegen, ne, also es gibt auch die Neutralen, so. Freunde. Gut, danke, dass ihr heute wieder eingeklickt habt. Abonnier nicht vergessen. Was haben wir denn für eine Abozahl gerade? Ich gucke nach. Wir haben aktuell 84.181 wieder. Gott sei Dank. Danke für alle, die uns unterstützen, die uns dadurch die Kraft geben und die Motivation, hier weiterzumachen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder um 21 Uhr. Reaktion auf Make Love, Fake Love. Die Folge toppt alles. Real Talk. Und mit Chat, also Premieren-Livestream ab 20:45 Uhr, ab 9:15 Uhr. Dann vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.